Das Festprogramm begann am 26. Juni 2003 um 8 Uhr mit einem Programm der Grundschule für Jung und Alt. Die Schulkinder begeisterten die Anwesenden mit einer Steppschau. Mit Oma und Opa wurde auch ein Tänzchen gewagt. Mit einem Lied des Schulchores klang die schöne Veranstaltung aus. Die Unternehmer unserer Gemeinde stellten auch vor der Märzweghalle ihre Produkte und Firmen vor. Im Eingangsbereich gab es eine Ausstellung über die Entstehung der Sport- und Märzweghalle. Herr Kreuziger stellte die neuen Möglichkeiten, welche das digitale Fernsehen im Kabelnetz der Antennengemeinschaft jetzt bietet, vor. Man konnte sich umfassend über Angebot und Leistungen von Gewerbetreibenden unserer Gemeinde informieren. Am Montag wurde der Dachstuhl für die Mühle geliefert und es begann die Montage. Manch ein Einwohner zweifelte daran, dass 3 Tage später richtfest gefeiert werden konnte. Doch die Zimmerleute hatten Wort gehalten. Nachdem die Richtkrone aufgesetzt war, erklang von einer Bläsergruppe das Müllerlied, welches vom Architekten Herrn Hoffmann begeistert mitgesungen wurde. Den Kindern besonders gut schmeckt. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Herr Bein als Bauherr ging nun in seiner Rede auf die Umstände ein, welche zur Gründung des Mühlenfördervereins führten und wie es schließlich zum Start kam. Haben wir uns dann zusammengefunden und haben in relativ kurzer Zeit ein solches Konzept erarbeitet, was schlüssig war, was angenommen wurde vom Amt für ländliche Neuordnung in Kamenz. Und da wir zu diesem Zeitpunkt dann auch den Status Förderdorf hatten, Förderdorf Obergurig, waren eigentlich die Türen so weit geöffnet, dass wir diese Maßnahme mit einer ABM-Maßnahme voriges Jahr starten konnten. Nun war es an der Zeit, den Richtspruch vorzutragen. Die Räder mögen sich ja drehen und Tag und Nacht nicht stille stehen. Soweit die Mühle blickt ins Land,
seien Not und Hunger unbekannt. Und weil ich nur ein Redner schlicht und mir's an Übung auch gebricht, so mach ich's kurz und greif zum Glas und bring mit diesem edlen Nass dem Bauherrn jetzt ein feurig hoch. Er möge viele Jahre noch in seiner lieben, frohen Kreise fortsetzen seine Lebensreise. Prost, Herr Müller. Bauherr, er lebe. Hoch! 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 Herr Bein musste als Bauherr den letzten Nagel einschlagen. 2, 3, 4, 5. Bravo. Der Männergesangverein Obergurig überraschte mit einer weiteren Strophe des Heimatliedes. Die Nilsche Mühle drehte sich weit über 100 Jahr, dann kam für sie ne saure Zeit, ein Müller war nicht da. Noch als Stoffsammlung und das war's, dann ging die Türe zu. Und in den alten Mauern hat das Mühlrad seine Ruhe. Dann gründet sich der Mühlverein und die Sache kommt langsam in Gang, ja in Gang, unter Leitung von Herrn Harald Bein. Dafür sagen wir euch Dank. Das Richtfest endete mit der Übergabe einer Vereinsfahne des Förderverein Wassermühle Obergurig e.V. So, so haben wir uns jetzt vorgestellt, präsentiert sich der Mühlenverein künftig, jetzt und in alle Ewigkeit. Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, sehr verehrte Gäste, Freunde und Bekannte. Ich möchte Sie im Namen unseres Gemeinderates und unserer Verwaltung ganz herzlich zum 10-jährigen Bestehen der Mehrzweckhalle Obergurig willkommen heißen. Besonders freuen wir uns darüber, die Damen und Herren begrüßen zu können, welche in vielfältiger Form mit Anteil an der Richtung unserer schönen Halle haben. So begrüßen wir ganz herzlich unsere doch etwas weiter hergereisten Gäste, Herrn Dr. Weidelehner mit Gattin, Herrn Gallert, Dr. Leunert in Vertretung des Landrates Herrn Harig und Herrn Bartschow von der Sparkasse. Die jetzigen und ehemaligen Gemeinderäte seit 1990, die Mitgestalter der ersten Stunde, die Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Gemeinde, welche sich zur Mitgestaltung des Unternehmertages bekannt haben, die Vertreter unserer Vereine, die Partner und Freunde, welche engagiert an der Umgestaltung unserer Gemeinde mitwirken. Als vor 10 Jahren die Halle ihrer Bestimmung übergeben wurde, konnten viele stolz auf das Ereignis sein. Herr Armin Wagner aus Sinkwitz führte dann weiter durch das sehr anspruchsvolle Programm, welches von der Big Band des Langfarben e.V. Jonsdorf musikalisch gestaltet wurde. Thank you.
36 jungen Musiker ernteten dann auch den verdienten starken Beifall. Das Wirtschaftsfernsehen Sachsen hatte am 27. Juni 2003 zu einem Workshop in die Mehrzweckhalle Obergorig für früh 9 Uhr eingeladen. Das Thema war der Mittelstand als Motor zum Aufbau regionaler Strukturen. Bürgermeister, Landrat und Unternehmer unserer Gemeinde diskutierten mit Professor Dr. Ulf Gottschling über die Komplexe. Die Gemeinde Obergorig, ein Kleinod in der Oberlausitz, Wirtschaftsentwicklung und Förderung in der Gemeinde Obergorig sowie die EU-Osterweiterung, Chancen und Risiken für die Region. Die Besucher der sehr anspruchsvollen und gelungenen Veranstaltung konnten 2 Stunden lang eine Talkshow live erleben. Es war aber auch sehr interessant, den 10 Fernsehtechnikern bei ihrer Arbeit einmal über die Schulter zu schauen und hinter den Kulissen das Geschehen zu beobachten. Eine fast einmalige Gelegenheit, Profitechnik zu bestaunen. Das Mühlenfest anlässlich des 200-jährigen Bestehens des heutigen Gebäudes der Wassermühle Obergorig wurde vom stellvertretenden Bürgermeister Herrn Bodo Fuhrmann eröffnet. Zum Auftakt spielten Schulkinder das Stück vom Wassermann in der Obergoriger Mühle, welches vom IBZ Spreetal e.V. als Kindertheaterstück nach einer örtlichen Sage bearbeitet wurde. Einstudiert wurde alles von Frau Kloss, Frau Klein, Frau Likus und Frau Völkel. Die Kinder spielten mit Temperament in den vom IBZ hergestellten Kostümen. Sie ernteten dann auch den verdienten Beifall. Haben alle den ersten Platz bekommen, wir haben die Figurengruppe aus Keramik gestaltet. Nach der Auszeichnung der Sieger im Wettbewerb um das schönste Kunstwerk zur Wassermühle eröffnete Siegfried Rachlitz als Müller verkleidet den historischen Teil des Festes. Liebe Gäste, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und willkommen heißen im Namen des Fördervereins Wassermühle Obergorig und natürlich auch des Heimatvereins, der diese Ausstattung hier vollzogen hat, der auch alle Gerätschaften, historischen Gerätschaften zur Verfügung gestellt hat. Das historische Treiben wurde von den Schirgeswalder Blasmusikanten unter Leitung von Christian Jung begleitet. Thank you.
In der Mühle konnte man eine Führung mitmachen, aber auch gefundene Gegenstände besichtigen. Hier waren auch die eingereichten Kunstwerke zur Mühle ausgestellt. Auch die Schützengesellschaft Obergorig und Umgebung war mit einer Armbrust dabei. Das Ponyreiten machte natürlich den Kindern besonders Spaß. Am Sonntag, den 29. Juni 2003, traf sich eine Gruppe von 31 Radlern, darunter auch Obergoriger, um 9.30 Uhr an der Böhmischen Brücke, um gemeinsam zum Kottmar zu fahren. Das Ereignis verlief von den Einwohnern unbemerkt und stand im Schatten der vielen, auch sportlichen Aktivitäten am letzten Juniwochenende. Künftig sollte diesem sportlichen Ereignis mehr Aufmerksamkeit in der Gemeinde geschenkt werden. Die Sportler nutzten dann für ihre Tour den idealen Spreeradweg. Gegen 17 Uhr waren alle nach 92 Kilometern wieder in Obergorig angekommen. Zum Vereinssportfest trafen sich am letzten Sonntag im Monat Juni des Jahres 2003 Jugendnachwuchsmannschaften aus Bautzen, Kunewalde, Königswartha und Obergorig, um bei Freundschaftsspielen im Handballsport die Kräfte zu messen. Die Schulmannschaft der Grundschule Obergorig gewann gegen Motor Kunewalde mit 11:7. Torschützenkönigin war Juliana Herschel. Sehr gut aus. Und Ziegel! Ebenfalls am Sonntag wurden beim Familienvormittag Punkte gesammelt. Frau Luise Müller hatte sich als begeisterte Sportlerin solche Disziplinen ausgedacht, die den Anwesenden besonderen Spaß machten. Immer zwei Familien mussten gegeneinander antreten und konnten dann Punkte für schöne Preise sammeln. Diese Art der sportlichen Betätigung stimuliert Kinder und Eltern gegenseitig.